ein bisschen leid, wie er hier von mir vergewaltigt wird. Jetzt geht's los, Jungs. Beyblade. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Act. Wir spielen heute auf Hypixel mit Clientos, was wunderschön ist, nämlich der Client ist jetzt offiziell besser als jeder amerikanische Client, vielleicht nicht von der Killaura her, keine Ahnung, müsste man tatsächlich einfach mal einen Killaura-Test machen gegeneinander, aber der Bypass ist viel besser als jeder andere Client, weil es das Anti-Flag-Modul gibt und damit gibt es gewisse Bypasses, die eben in anderen Clients in der ersten Sekunde direkt autobannen würden, wie zum Beispiel eben dieser schnelle Fly, den man übrigens noch schneller einstellen kann. Und dann sieht er halt einfach so aus. Und das kann man immer wieder machen. Das ist wunderschön. Nur der schnelle Fly, weil der mit Timer funktioniert, geht nicht Infinite. Aber man kommt ohne Probleme hier rüber. Dann macht man halt einfach wieder das hier so auf diese Einstellung runter. Und dann flaggt das tatsächlich auch nicht beim Kampf. Und dann kann man auch Targets Draft mit dem Fly zusammen anmachen. Was auch direkt gleich erstmal gemacht wird, damit ihr das seht. Wir müssen einfach nur mal kurz unser erstes Opfer finden, wo keine Blöcke in der Nähe sind. Machen Target Strafe an und so kann es dann halt aussehen. Junge, das ist ja viel zu schön. Das ist wirklich einfach wunderschön. What the fuck? Also, man sollte eigentlich ganz gut sehen, der Client ist wirklich von Bypasses viel weiter als jeder amerikanische Client. Es gibt natürlich andere Flies in anderen Clients, aber keiner, wirklich keiner ist so schnell wie deren Clientus. Und das ist wirklich offiziell, weil wie gesagt, das war nicht mal der schnellste. Macht man halt einfach nochmal den hier. Und dann macht man halt einfach den hier. Junge, es ist halt wirklich geisteskrank, wie wunderschön dieser Fly funktioniert. Es ist einfach nur wunderschön. Dann machen wir halt einfach Target Strafe an. Ist tatsächlich schon an. Der geht gleich da nach oben. Dann bauen wir einfach mal kurz mit dem Scaffold Walk uns so nach oben. Und ja, fliegen dann einfach hier in die Richtung. Was die Leute sich wahrscheinlich dabei denken müssen. Ich verstehe es ganz ehrlich nicht. Ich mache es noch mal ein bisschen weiter nach unten, dass ich noch weniger geflaggt werde. So. Und jetzt ist der aber leider weg. Das ist natürlich ganz doll tragisch. Erstmal genau in die Lava getarget strafed. Das ist natürlich sehr schön. Erstmal in eine Kiste gehen. Erstmal fast sterben. Gute erste Runde. Da sind wir dann jetzt auch schon in der zweiten Runde. Wir spielen jetzt auf einer weitaus besseren Map für Target Strafe mit Fly, was wir auch direkt gleich erstmal wunderschön präsentieren werden. Wir gehen dafür... Keine Ahnung, wohin gehen wir? Target Strafe ist an. Wir gehen einfach mal darüber. Da werden wir direkt wieder gegen Blöcke fliegen, was bedeutet, wir schalten den Fly wieder aus. Nehmen uns die Rüstung von dem. Und, okay, wo ist der hin? Man fragt es sich dann immer, wo der hin ist, aber er ist halt leider einfach weg. Hier sollte es eigentlich perfekt... Och nee, du hättest einfach oben bleiben müssen. Dann wärst du so ein perfektes Opfer für Tag... Oh, ja. Ja, ja. Junge, dieser Server ist so scheiße. Okay, man kann ihn nicht direkt wieder hintereinander machen, den Fly. Das habe ich aber auch schon öfter in meinen anderen Videos gesagt. Der flaggt ungefähr dann halt so viel wie der andere, wenn man den halt direkt wieder hintereinander benutzt. Aber jetzt nochmal. Jetzt geht's los, Jungs. Beyblade. Ich habe noch nie so viel Spaß in Minecraft-Hacking gehabt, seit Jahren nicht. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe schon lange nicht mehr so einen Spaß in Minecraft-Hacking gehabt. Dieser Client ist so wunderschön. Dieser Client ist wirklich so unglaublich wunderschön. Es ist nicht in Worte zu fassen. Direkt nochmal. Junge, guckt es euch einfach an. Ganz selten wird man dafür mal geflaggt, aber bitte, was ist das hier für ein Server? Auf was spiele ich hier? Dem größten Server der Welt? Fragt man sich dann halt immer. Clientus ist leider halt einfach der beste bypassende Client auf Hypixel. Deutschland hat mal wieder alles hops genommen, oder? Deutschland hat Amerika seine Clients gefickt. seine Mutter gefickt, sorry. Oh Gott, Alter. Also wirklich, der Fly ohne Timer, so wie man ihn gerade hier sieht, mit diesen Einstellungen, es ist wunderschön. Ihr müsst übrigens das Anti-Flag-Modul anhaben, wenn ihr das so eingestellt habt. Und ja. Läuft bei denen auf jeden Fall hier unten richtig heftig. Junge, haben die AIDS.
Da sind wir dann auch schon in der vierten Runde. Eigentlich die dritte Runde, aber die dritte Runde habe ich ja nicht aufgenommen, obwohl sie wunderschön war und es wird mir halt nichts gegönnt im Leben. Wie eigentlich immer. Aber es ist ja auch vollkommen egal. Ich fliege jetzt erstmal direkt. Okay, nein, nicht darüber. Ich warte einfach darauf, dass die wieder nach oben kommen. Und dann mache ich nämlich den hier. Nicht Killaura anschalten ist immer eine Option im Leben. Das ist natürlich sowieso immer sehr, sehr gut. Dann könntest du aufhören mit dem Flaschenspam. Das nervt irgendwie gerade eine Aufnahme. Dankeschön. Was auch nervt, ist, dass Autos erstmal wieder an meinem Haus vorbeifahren und ich einfach noch immer das Fenster nicht zugemacht habe, weil ich ein verdammter Autist bin. Spring einfach mal ganz kurz in die Mitte. Nein, das wollte ich eigentlich so gar nicht machen. Ich wollte eigentlich den hier machen. Och Junge, wie sie... Noch nö. Och nö. Es wird mir halt nichts gegönnt im Leben. Ich sag's immer wieder. Tschüss. Wurden jetzt einmal kurz geflaggt, warten einfach wieder ab. Und komm. Gehen einfach jetzt ganz normal zu dem mit den Fly. Ist mir auch scheißegal, ob ich jetzt ihn beim Fliegen töte oder nicht. Tschüss. Stirb doch, danke. Junge, diese ganzen neuen Kids. Ich blick gar nicht mehr auf Hypixel durch, was hier alles immer neu kommt. Das ist absolut unverständlich. So, da ist doch unser perfektes Opfer. Danke. Nein, er geht natürlich an Blöcke. Natürlich geht er an Blöcke. Warum auch? Warum darf man auch nicht einen Kill einfach schön beim Fliegen machen? Oh, ja. Bleib genauso. Ich esse nur einen goldenen Apfel. Bleib einfach genauso, mein Schatz. So, jetzt geht's los, mein Freund. Target 12 ist an, Killaura ist an. Ja, fick deine Mutter. Alter. Das ist so wunderschön. Da sind wir dann jetzt in der vierten Runde. Übrigens soll ich euch von dem Client-Dev sagen, dass die Killaura viel besser bypasst, obwohl ich inzwischen weniger Hits bekomme. Aber hey, die Killaura bypasst viel besser, soll ich euch so sagen. Lassen wir einfach mal so stehen, ohne Kommentar. Haben Target Strafe an. Ja, haben wir an. Okay. Teammate stirbt irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen. Ich fliege gegen Blöcke und das darf deshalb nicht mit vollem Speed fliegen. Das ist doch perfekt. Das ist doch mehr als perfekt. Das ist so wunderschön. Es ist einfach nur wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Junge, okay. Swiftness Potion ist eigentlich, glaube ich, nicht so das Beste, was ich jetzt gerade machen kann. Aber ich werde sterben. Ich werde absolut... Junge, Target Strafe ist es mal wieder im Leben. Nee. Okay. Warum hat niemand goldene Äpfel für mich? Bitte, goldenen Apfel, gönn. Natürlich nichts. Nichts, nicht mal normales Essen. Heißt nicht mal normales Essen. Tschüss. Okay. Lass ich so drin, ist mir scheißegal, mein Fehler. Oh nice, wieder die schlechteste Map fürs Fliegen. Da freut man sich doch direkt. Da weiß man ganz genau, da werden ganz viele Flykills wieder dabei sein. Nicht. Und ja, ich habe die letzte Runde einfach drin gelassen, weil ich an Fallschaden gestorben bin, weil ich halt... nicht so das Gehirn besitze, aber deshalb cheate ich auch in Videospielen, weil wenn man halt kein Gehirn dafür hat, dann muss das halt so ein externes Programm übernehmen. Und dann fliegt man halt auch einfach, während man... Junge, da sieht man halt auch wieder, wie gut die Killaura durchgeht. Das ist halt einfach viel zu krass. Ich habe es trotzdem wieder überlebt, weil ich irgendwie trotzdem einfach... Das Kleine ist einfach so gut. Es ist einfach so gut, dass es auch die schlechten Sachen wieder ausgleicht. Irgendwie. Schafft es das? Leon ist gerade bestimmt richtig mad. Muss ich das die ganze Zeit mit anhören, wie sein kleinen Flamer? Oh nein, Blazes, bitte nicht. Ja, Target Strafe beim Fliegen. Es ist so wunderschön, wenn man einmal nicht gegen Blöcke fliegt und es so wunderschön funktioniert. Ich liebe den Client so sehr. Auch wenn er ganz, ganz kleine FPS-Probleme hat, aber sonst... Sonst liebe ich den Client wirklich über alles. Ich heirate den Client. Klientus und Hase, bald vereinigt. Junge, es ist so wunderschön. Es ist einfach offiziell, selbst wenn Leute Enderperlen benutzen und so weiter, es würden die ansatzweise von dir wegkommen, wenn man so schnell über die Map fliegen darf. Guck, da hinten Gegner. Wir sind, ja, so eine Sekunde bei ihm. Also länger als eine Sekunde, maximal 2 Sekunden war das jetzt. Dann halt war auch. Okay, Deutsch ist halt wieder nicht so vorhanden. Gegen Blöcke fliegen. Immer so ganz schlimm.
sagst du, baust in den Fly ein, dass man nicht mehr gegen Blöcke fliegen kann. Das ist einfach so Auto-Void-Blöcke. Junge, jedes Mal, wenn ich sehe, wie ich mit der Fly-Animation Gegner fliege mit 3000er Speed, keine Ahnung, kickt mein Autismus einfach rein. Kann nichts machen. Okay. Ich wollte mich gerade über den Scaffold Walk beschweren, aber actually hatte ich einfach keine Blöcke in der Leiste. Hä? Warum macht der Warum macht der Scaffold Walk jetzt Blöcke? Das war vorher hier aber nicht so. Das ist falsch. Da haben sie einen Fehler in der Hypixel-Config gemacht. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Leon. Aber es ist in Ordnung. Ist der Scaffold Walk einfach langsamer als vorher gemacht worden? Na, super. Ist man auch noch gezwungen lang. Okay. Jetzt, da wir hier oben dann mal wieder angelangt sind, wenn wir einfach unseren Fly einschalten, um hier rüber zu fliegen, haben wir dann auch unseren Autismus wieder befriedigt. So. Bitte, bitte, bitte komm einfach aus den Blöcken. Oh ja, genau das. Bleib einfach genauso. Bleib genauso. Ja, genauso. Oh, schade, er ist gegen die Blöcke, aber es war wieder trotzdem ein sehr schöner Kill beim Fliegen. So, dann sind wir jetzt in der letzten Runde. Ihr müsst übrigens den Hive-Mode ausmachen, damit der Scaffold Walk bei euch funktioniert. Ich denke mal, in eurer Config ist das dann schon wieder drin. Und wir spielen die letzte Runde mit dem neuen Michael ESP, der wunderschön ist, weil Michael ist ja eh ein gottesgleicher Jungspund. Den Circle strafen wir erstmal in der Luft weg. Den direkt auch. Okay, den direkt vielleicht nicht auch noch. Zwei Leute hintereinander zu Circle strafen ist dann doch zu illegal für den Server anscheinend. Okay. Ja, das mit einem Enchantment-Table muss man echt mal noch beheben, dass er das macht. Das ist echt nicht so witzig. Aber erstmal so in die Mitte, Circle Stray. Junge, es ist so geil. Es ist einfach viel zu geil. Es ist einfach geisteskrank, dass es sowas bypasst auf dem größten Server, den es gibt. Wirklich, es ist geisteskrank. 90.000 Spieler und dann so ein Anti-Cheat. Also, der Server ist trotzdem viel besser als jeder andere, versteht mich nicht falsch, aber... Es ist trotzdem geisteskrank, dass sowas durchgeht. Es ist einfach nur geisteskrank. Und dann immer schön auf die Gegner dabben. Wie man es auch kennt man auch nicht anders an der Stelle. Aus rein, Bro. Michi tut mir ja schon fast ein bisschen leid, wie er hier von mir vergewaltigt wird. Junge, es ist viel zu geil. Es ist wirklich viel zu geil. Dieser Fly, es ist wirklich... Der Client ist perfekt. Also wirklich, es kann mir sagen, was Junge, jeder kann mir sagen, was er will. Egal ob Astolfo oder Novoline. Nichts kommt an diesen Fly ran. Wirklich überhaupt nichts. Und an der Stelle kann ich einfach nur sagen, wir haben Amerika-Hack-Clients-Szene seine Mutter gefickt. Und falls ihr Premium-Alt-Generator braucht, zweiter Link in der Beschreibung. Sehr gutes Deutsch an der Stelle. Falls ihr einen Premium-Alt-Generator braucht, zweiter Link in der Beschreibung. Und falls ihr den Client haben wollt, erster Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns morgen bei einem anderen Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao.